Egal ob im Schwimmbad oder an der Ostsee, Wasser ist nicht nur, aber vor allem für Kinder ein großes Vergnügen. Weil Eltern sich wünschen, dass ihr Kind früher als erst nach der dritten Klasse schwimmen kann und neben dem Rechnen, Lesen und Schreiben auch das Schwimmen erlernt, wurde 2004 vom Berliner TSC das Seepferdchen-Projekt ins Leben gerufen. Seitdem haben über 5000 Kinder das Seepferdchen beim TSC abgelegt. Die meisten Kinder werden von Fahrern des TSC direkt aus den Kitas abgeholt und nach dem Schwimmunterricht wieder zurückgebracht. Neben dem Hauptziel, dem Schwimmen lernen, sollen die Kinder vor allem Spaß und Freude beim Kontakt mit Wasser haben. Schritt für Schritt lernen sie, Grenzen zu erkennen und zu überwinden, Neues auszuprobieren und mutig über sich hinauszuwachsen. September angefangen. Dort war zum Anfang ja bei vielen noch ganz große Angst vorhanden. Die haben wir versucht mit den Übungen den Kindern zu nehmen. Und mittlerweile sind alle relativ mutig, springen ins Wasser rein und können sich sicher über Wasser halten. Bei der Frage, ob der Schwimmunterricht Spaß macht, waren sich alle einig. Ja, das ist manchmal was, das ist lustig.